Willkommen zurück hier auf der Bühne 2 zum zweiten Vortrag. Als nächstes wird uns Johannes Frank etwas zeigen, wie gesamte Informationen aus einem Portal, wo Fahrrad oder wo Mängel für Fahrradfahrer gemeldet werden können, wie diese Informationen genutzt werden können und sie bei der Routenplanung berücksichtigt werden können. Viel Spaß, bis in 20 Minuten. Guten Tag, vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Johannes Frank. Ich bin Masterstudent an der Hochschule Mainz und in diesem Beitrag möchte ich Ihnen gerne meine Bachelorarbeit und die Ergebnisse davon vorstellen. Die Bachelorarbeit hat den Titel getragen, Verwendung von Informationen aus Bürgerbeteiligungs- und Planungsinstrumenten in einer Fahrradroutenplanung. Das ist ein sehr abstrakter Name. Ich hoffe, durch diesen Beitrag wird ein bisschen klarer, womit ich mich beschäftigt habe. Die Kernfrage war, ich komme aus Mainz und die Kernfrage war, wie können Fahrradwege, die vielleicht schmal sind, die zugewachsen sind, dort stehen immer Autos drauf, die Fahrtrichtung der Fahrradwege verändert sich ständig, die Oberfläche, wie man in den Bildern sehen kann. Wie können diese Informationen Fahrradfahrern oder Fahrradfahrerinnen weiterhelfen, um gefährliche oder unsichere Stellen im Straßenverkehr zu vermeiden und Alternativrouten zu planen? Aus diesem Grund habe ich folgenden Aufbau dieses Beitrags geplant. Zunächst möchte ich auf die Problemstellung und auf die Herangehensweise eingehen. Später möchte ich vorhandene Routing-Konzepte vorstellen. Daraus entwickelte sich mein eigener Prototyp, den ich Ihnen vorstellen möchte. Dann die Routing-Beispiele für diesen Ansatz und am Ende noch eine kurze Zusammenfassung und Ausblick. Nun, wo stehen wir gerade? Es ist ja so, dass die Relevanz vom Fahrrad oder vom ÖPNV unter anderem auch immer mehr an Bedeutung zunimmt. Viele große Städte wollen autofreie Städte schaffen. Dazu zählt zum einen auch der Ausbau von Fahrradwegen. Betrachtet man das aber mal aus der Sicht von Fahrradfahrern, fällt auf, dass nur das Hinzufügen von neuen Fahrradwegen in der Stadt keine Lösung sein kann. Denn die Qualität der Fahrradwege spielt auch eine sehr große Rolle, da Fahrradfahrer zum Beispiel durch Lastenräder oder das Kind, was zur Schule fahren möchte mit dem Fahrrad, auch immer ein sichereres Fahrerlebnis haben möchte. Zwar können Fahrradfahrer heutzutage sich natürlich Routen auch schon planen lassen. Mit Google Maps beispielsweise kann man sich Fahrradrouten planen lassen. Qualitative Eigenschaften von den Straßen werden dort aber meistens nie berücksichtigt. Hier wird meistens nur die schnellste Route berechnet. Aus diesem Grund werden zusätzliche Informationen genutzt. Diese zusätzlichen Informationen sind sozusagen Bewertungen von den einzelnen Straßen oder Fahrradwegen und die werden von Bürgerbeteiligungs- und Planungsinstrumenten erhoben. Diese jeweiligen Informationen können dann durch räumliche Operationen, beispielsweise in einem GIS, mit einem Straßen- und Wegenetz verknüpft werden, sodass die einzelnen Straßen und Wege Gewichte bekommen. Und am Ende kann ein Routing-Service angebracht werden, welcher auf Basis dieses Straßen- und Wegenetzes eine Route berechnet und die Gewichte in dieser Routing-Berechnung mit berücksichtigen. Dieser Routing-Service am Ende, dieser Server, auf dem die Route berechnet wird, der soll zum einen die Route natürlich ausgeben und die Einflüsse berücksichtigen können. Mit was für Daten habe ich mich beschäftigt in der Bachelorarbeit oder was waren meine Datengrundlagen? Zum einen OpenStreetMap natürlich, zum einen als Kartengrundlage, aber auch hier habe ich das Straßen- und Wegenetz beispielhaft für die Stadt Mainz herbekommen. Die freien Daten bieten eine sehr gute Grundlage aufgrund der Vollständigkeit der Geo- und Sachdaten. Die zweite Datenquelle, die ich benutzt habe, war das Bürgerbeteiligungs- und Planungsinstrument Radar. Radar ist vom Klimabündnis 2019 ins Leben gerufen worden und ist eine Webseite, auf der Fahrradfahrer in ihrer jeweiligen Kommune, wo sie wohnen oder wo sie Fahrrad fahren, Marker setzen können. Einfach auf einer Karte. Und diese punktuellen Bewertungen können in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Also die Fahrradfahrer können dann beispielsweise zur Oberfläche oder zu Hindernissen, zur Beschilderung oder zur Wegeführung Marker setzen und diese bewerten. Diese können nicht nur von anderen Fahrradfahrern berücksichtigt werden, dass diese herausfinden, wo gefährliche Stellen sind, sondern vor allem auch von den jeweiligen Kommunen. Diese können diese Daten nutzen, um die jeweiligen Fehler vielleicht zu verbessern oder die Fahrradwege an diesen Stellen zu reparieren.
Die dritte Datenquelle, die ich benutzt habe, ist der ADFC. Ähnlich wie der ADAC ist es in einem Interessenverbund und der vertritt die Interessen von Fahrradfahrern. Der ADFC hat vor ein paar Jahren mit GPS Fahrradwege aufgenommen, die nicht als Fahrradwege ausgewiesen sind, aber sehr gut als Fahrradwege genutzt oder umgenutzt werden könnten. In Mainz wurden damals dann Verbindungsrouten zwischen verschiedenen Stadtteilen aufgenommen mit GPS und wurden meinem Professor, dem Professor Neiss, zur Verfügung gestellt und ich habe sie in dieser Arbeit unter anderem auch benutzt. Hier sieht man mal, wie so eine Radar-Webseite aussieht. Zunächst sieht man die Karte mit den ganzen Markern. Man sieht, das sind sehr viele für die Stadt Mainz. Würde man einen Marker mal anklicken, sieht man, das hier wäre jetzt eine Bewertung von der Oberfläche. Dort sind die Bordsteine anscheinend zu hoch. Man sieht hier die nächste Adresse und von wann das ist und einen Kommentar. Man kann auch noch Bilder hinzufügen. Und das kann von anderen Fahrradfahrern und der Stadt genutzt werden, um Informationen über die Fahrradwege zu erlangen. Jetzt war mein erster Gedanke, wie kann ich überhaupt Routing umsetzen für Fahrradfahrer und gerne diese Information mitnutzen. Mein erster Ansatz war hierbei die Grasshopper Directions API. Ich bin hingegangen und habe eine Webseite erstellt, auf dem eine Leaflet-Karte, einfach mit einer Library eine Karte auf dieser Webseite. Dort habe ich mir dann erstmal alle Marker angezeigt und dann habe ich die Directions API von Grasshopper eingebunden. Grasshopper bietet verschiedene Routing-Lösungen an, unter anderem auch die API-Lösung. Das sieht dann so aus, dass Grasshopper, die Firma, hostet selber Server, auf denen läuft eine bestimmte Routing-Engine von Grasshopper. Die Nutzer senden dann an diesen Server zwei Koordinaten von ihrem Start- und Zielpunkt und bekommen im JSON-Format die berechnete Route zurück. Dafür ist zum einen Benutzercode notwendig und es wird dann das Fahrzeug noch angegeben, mit dem die Route berechnet werden soll. Das Problem bei diesem ersten Ansatz war, dass ich nicht in der Lage war, alle knapp 1000 Meldungen an diese API, an die Schnittstelle, an den Server zu senden und dass diese mit berücksichtigt werden. Aus diesem Grund bin ich dann auf die Suche gegangen nach einer Routing-Lösung, die vielleicht weitere Daten berücksichtigen kann und bin auf das Safe-Bike-Routing gestoßen. Das hat sich auch mit der Routenplanung für Fahrradfahrer auseinandergesetzt. Das wurde 2019 von Norwin Rosen entwickelt. Dieser hat die Fahrradunfallstatistik 2019 ausgewertet und hat eine räumliche Verarbeitung durchgeführt. Er hat Cluster gebildet, Bereiche, in denen sehr viele Fahrradunfälle passiert sind. Das ist hier so einmal dieser rote Bereich beispielsweise. Und hat gesagt, dass in diesem Bereich sehr viele Unfälle passieren und deswegen der Fahrradfahrer diese Stellen nicht durchfahren sollte oder in der Routingberechnung nicht diese Strecken durchfahren werden sollen. Dieser Ansatz hatte das Problem, dass ich mit mehreren Hunderten oder Tausenden Radarmeldungen zu tun hatte und diese Clusterbildung einzelne Streckenabschnitte ausnahmslos ausgeschlossen hatte. Das war nicht das Ziel. Das Ziel der Arbeit war es, in Form von Gewichten Strecken zu bewerten, ob diese gut genutzt werden können und oder nicht und nicht Strecken auszuschließen. Das war auch schlussendlich der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, einen eigenen Ansatz zu verfolgen. Dieser Ansatz besteht aus den Stärken beider vorhergegangenen Ansätzen. Zum einen möchte ich die Routing Engine von Grasshopper benutzen und zum anderen möchte ich eine vorgelagerte räumliche Verarbeitung der verschiedenen Geodaten in einem GIS machen. In Form von Gewichten sollen dann die jeweiligen Einflüsse von den Radarmeldungen oder ADFC-Routen angebracht werden können. Nun, die Grasshopper Routing Engine, die auch von Grasshopper in der API genutzt wird, wird unter anderem auch Open Source zur Verfügung gestellt. Ich bin hingegangen und habe, anstatt eine API zu nutzen, einfach einen lokalen Server bei mir auf dem Computer gehostet. Der läuft auf Java und dieser hat den Vorteil, dass hier OpenStreetMap-Daten genutzt werden können, also das Straßen- und Wegenetz von OpenStreetMap. Ein weiterer Vorteil von der Grasshopper Routing Engine war, dass man Profile festlegen kann. Diese Profile, dort kann man nicht nur das Fahrzeug definieren, mit dem man die Route berechnen möchte, sondern man kann auch sagen, wie die Route berechnet werden soll. Soll die schnellste Route berechnet werden oder die kürzeste Route? Oder soll eine benutzerdefinierte Route berechnet werden? Hierbei können dann die Gewichte angebracht werden.
Die benutzerdefinierte Route basiert immer auf OpenStreetMap-Attributen, also von den jeweiligen Straßen und Wegen. Rechts sieht man das mal. Hier ist die Bestimmung, wenn die Straßenklasse Trunk, Primary oder Secondary ist, sollen diese Strecken, die diese Straßenklasse haben, nur noch zu 50% in der Routing-Berechnung mit berücksichtigt werden. Wenn die Straßenklasse Stufen, Treppenstufen ist, sollte zu 0% berücksichtigt werden. Das hat einfach den Grund, dass Treppen der Tod für jeden Fahrradfahrer sind. Sowohl hoch als auch runter ist es nicht möglich, mit einem Fahrrad zu fahren und diese sollen nicht berücksichtigt werden. Hier sieht man mal, wie dieser Routing-Service aussieht. Prominent in der Mitte natürlich die Karte. Und durchs Klicken auf der Karte kann man entweder Start- und Zielpunkt festlegen. Man kann auch Koordinaten hier oben links eingeben oder die Adressen. Und die Route berechnet sich wirklich, wirklich sehr, sehr schnell. Und man bekommt auch eine Wegbeschreibung auf der linken Seite hinzu. Und hier oben kann man zwischen den einzelnen Profilen hin und her switchen. Nun, so soll der Routing-Service funktionieren, aber der braucht ja auch Daten, mit denen er arbeitet. Und diese Daten müssen zunächst aufgearbeitet werden. Ich habe, weil das für die Stadt Mainz noch möglich war, die Datenaufbereitung in QGIS durchgeführt. Hier sieht man mal die verschiedenen Datentypen oder Daten, die ich genutzt habe. Zum einen in Rot die Linien, das ist das Straßen- und Wegenetz. In Gelb, das sind die Radarmeldungen. Und in Braun bis Grün, das sind die Verbindungsrouten vom ADFC. Das sind alles verschiedene Datentypen, Linien, Punkte und Tracks. Und ich habe auch vor, Gewichte oder zu untersuchen in Form der Gewichte von der Straßenklasse, den Radarmeldungen und den ADFC-Verbindungsrouten. Ich bin zuerst am Anfang hingegangen und habe um alle Straßen einen 25 Meter Radius-Puffer gelegt und habe die Punkte gezählt, die in den jeweiligen Pufferzonen sind. Ich habe mich für 25 Meter entschieden, da die Radarmeldungen oftmals sehr ungenau angegeben worden sind. Das sieht man auf dem Bild auch. Und beim Radius von 25 habe ich auf die alle Marker bekommen. Natürlich ist es jetzt so, dass bei Kreuzungen Mehrfachzuweisungen möglich waren, also dass in mehreren Straßenabschnitten die Punkte zu der Straße gehören. Das ist aber nicht schlimm, weil dadurch ja bewiesen wird, dass diese Kreuzung anscheinend, dass da was ist, dass da mehrere Meldungen sind und diese Kreuzung wahrscheinlich nicht so häufig benutzt werden sollte. Allein aber zu sagen, dass die Anzahl der Marker aussagt, wie gut oder wie schlecht eine jeweilige Straße ist, diese Annahme ist falsch. Das sieht man hier sehr gut an diesem Beispiel. Links sieht man der Streckenabschnitt, der Fahrradweg mit den meisten Radarmeldungen. Das sind 13 Radarmeldungen auf 3,5 Kilometer. Auf der rechten Seite im Vergleich dazu sieht man die Wege mit dem, der Weg in Gelb mit den meisten Radarmeldungen auf die Länge bezogen. Das sind 4 Meldungen auf 1,5 Meter. Das beweist, dass die Länge der Fahrradwege mit berücksichtigt werden soll, da rechts dieses Nadelöhr, was hier entsteht, anscheinend ein ziemlicher Hotspot ist und nicht umfahren werden soll und auf der linken Seite die lange Route 13 Meldungen komplett verteilt hat und anscheinend an verschiedenen Punkten immer die Meldung hat. Nun haben die Straßen und Wege haben jetzt die neuen Attribute. Hier ist das Problem bei mir aufgetreten, dass in den Profilen, wie ich eben gesagt habe, auf OSM-Attribute zurückgegriffen werden kann, die Einflüsse aber keine originären OSM-Attribute sind. Ich habe einen ganz einfachen Lösungsansatz gewählt und habe gesagt, die maximale Straßenbreite, das ist ein OSM-Attribut, oder die maximale Straßenhöhe, was auch ein OSM-Attribut ist, überschreibe ich einfach mit den Einflüssen jeweils von Radar und ADFC. Dadurch war ich dann in der Lage, die Gewichtsdefinition in den Grafhopper-Profilen durchzuführen. Hier als Beispiel, wie ich die Gewichte von den Radarmeldungen durchgeführt habe. Ich habe Äquivalenzklassen gebildet. Ich habe durch Untersuchungen herausgefunden oder festgestellt, in welchen Bereichen die Einflüsse von den Radarmeldungen sich bewegen und habe die in verschiedenen Klassen unterteilt. Zunächst die Strecken, die meisten Strecken, muss man sagen, in Mainz hatten keine Radarmeldung. Diese sollen zu 100% natürlich auch in der Routing-Berechnung auftreten. Vor allem auch lange Strecken mit einer Meldung können auch noch zu 100% genutzt werden. Wird der Schwellenwert aber überschritten, also sind genügend Radarmeldungen auf die Länge bezogen vorhanden pro Streckenabschnitt, sollen diese Streckenabschnitte nur noch zu 60% in der Routing-Berechnung auftreten. Besondere Strecken in Mainz, die
sehr viele Meldungen hatten. Das sind 2% der Strecken gewesen. Die sollen gar nicht mehr berücksichtigt werden. Hier habe ich zwar festgelegt, dass der Einfluss nur noch zu 10% liegen muss. Da, wenn man da an diesem Streckenabschnitt beginnt, auch eine Routing-Berechnung möglich ist. Deswegen habe ich es nicht auf 0% gesetzt. Nun habe ich jetzt viel geredet darüber, wie der Routing-Service funktioniert und wie ich die Daten aufbereitet habe. Aber interessant wäre es jetzt zu sehen, ob es möglich ist, in Form von den verschiedenen Einflüssen Routen zu berechnen. Und da sieht man hier das Beispiel. Auf der linken Seite sieht man die Referenzroute in Rot. Das ist der schnellste Weg zwischen zwei Punkten. Die schnellste Route. Und auf der rechten Seite sieht man die gewichtete Alternativroute, die Straßenklasse mit berücksichtigt. Links ist es auffällig, das ist die schnellste Route, das ist eine gerade Route, kaum Richtungswechsel. Jedoch verläuft diese Route die meiste Zeit über die B40, das ist eine Straße in Mainz, das ist eine zweispurige Auto- und Lkw-Straße. Dort gibt es keine Fahrradwege. Das kann ein sehr großes Sicherheitsproblem sein für Fahrradfahrer, sich mit LKWs und Autos die Straßen zu teilen. Die Alternativroute im Vergleich führt durch den parallel anliegenden Park über vorhandene Fahrradwege. Die Route wird nicht über die Bundesstraße gelegt. Und zwar gibt es mehr Richtungswechsel, aber von der Länge sind die beiden Routen gleich. Dieses Beispiel beweist einfach, dass ein sichereres Fahren möglich ist, indem man die Straßenklasse in der Routing-Berechnung mit berücksichtigt. Da hier Straßen vorgeschlagen werden oder Fahrradwege vorgeschlagen werden, auf denen weniger Autos fahren. Das zweite Beispiel ist die Berücksichtigung von Radarmeldungen in der Routing-Berechnung. Links wieder das Beispiel in Rot mit der schnellsten Route zwischen zwei Punkten. Und in Blau die berechnete Route, die Radarmeldung mit berücksichtigt. Verzeihung. Links sieht man hier das eben angesprochene Nadelöhr mit den meisten Meldungen auf die Strecke bezogen. Dieser Hotspot ist hier. Und auffällig ist, dass in der Alternativroute dieser Hotspot umfahren wird und die Parallelstraße genutzt wird. Es ist immer noch eine sehr effiziente Route, die hier berechnet wird. Es werden keine großen Umwege berechnet. Und dieses Routing-Beispiel beweist auch wieder, dass Radarmeldungen, punktuelle Informationen überhaupt erstmal einen Einfluss auf die Routing-Berechnung haben können und dass ein generelles Ausschließen von den Radarmeldungen vermieden wurde. Denn die Alternativroute führt auch über Strecken, die Radarmeldungen enthalten, jedoch viel weniger als die vorgeschlagene schnellste Route. Im letzten Beispiel ist das Routing-Beispiel mit den ADFC-Routen. Links wieder die schnellste Route und rechts die gewichtete Alternativroute. Die linke führt über Orts- und Kreisstraßen, auch wieder teilweise ohne Fahrradwege. Und rechts die Alternativroute, die ADFC-Verbindungsrouten mit berücksichtigt, führt die meiste Zeit über eine solche ADFC-Verbindungsroute. Hier werden zum größten Teil Ortsstraßen, aber auch landwirtschaftliche Wege benutzt. Diese landwirtschaftlichen Wege sind befestigt, die sind frei von Autos, die sind frei von Ampeln, von Kreuzungen und von generellen starken Verkehr. Durch dieses Beispiel wird bewiesen, dass eine Alternativroute, die andere Routen als Grundlage hat, berechnet werden kann und dass das Einbinden von ADFC-Daten prototypisch funktioniert. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ich mich in dieser Arbeit damit beschäftigt habe, einen eigenen Ansatz zu entwickeln. Dieser Routenplaner berücksichtigt zusätzliche Informationen in Form, dass diese zusätzlichen Informationen in Form von Gewichten an Straßen angebracht werden können. Es handelt sich hierbei trotzdem noch um einen Prototypen. Die Verwendbarkeit von zusätzlichen Bürgerbeteiligungs- und Planungsinstrumenten wurde bewiesen. Jedoch kann man auch oder sollte man auch sagen, dass Verbesserungen in zum Beispiel dem Prozessablauf oder in der Gewichtssetzung möglich und nötig wären. Jedoch kann so ein Routenplaner von Fahrradfahrern genutzt werden, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten. Am Ende kann noch gesagt werden, dass ich mit diesem Thema noch nicht am Ende bin. Es kann noch sehr viel dran gearbeitet werden. Zum einen können auch weitere Daten berücksichtigt werden,
die Unfallstatistik beispielsweise, die ich angesprochen habe, aber auch Höheninformationen über die Steigung von Fahrradwegen oder Verkehrsdaten, da nachts ja beispielsweise Straßen weniger befahren sind als tagsüber. Außerdem wäre es sehr interessant, ein Profil zu haben, das alle Einflüsse gemeinsam betrachtet, sowohl Radarmeldungen als auch die ADFC-Routen und die Straßenklasse. Sie sehen, hier steckt noch sehr viel Potenzial drin. Ich bin sehr froh, dass Sie hier waren und sich das angehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse und bei Fragen können Sie sich jederzeit bei mir melden. Vielen Dank. Vielen Dank, Johannes, für deinen spannenden Vortrag. Wir haben aktuell eine Frage in dem Fragentab. Ihr könnt also gerne noch weitere Fragen dort reinschreiben. Johannes, die erste Frage, die hier steht, kann beim Routing in GraphHopper nicht einfach ein zusätzliches Feld für Gewichtung, Penalty, Bevorzugungsfaktor hinzugefügt werden? Sowas Ähnliches gibt es und ich habe mich damit natürlich auch beschäftigt. Aber es hat diese Anforderungen, die ich daran hatte, gar nicht so weit erfüllt, weswegen ich dann hingehen musste und diesen eigenen Ansatz zu verfolgen. Zum Beispiel die ADFC-Routen, wie die Einflüsse davon berücksichtigt werden, sind noch nicht ganz ideal umgesetzt worden. Und aufgrund deswegen musste ich selber Hand anlegen und die Gewichte selber festlegen. Mhm. Du hast dich ja sicherlich viel damit beschäftigt, ne, wie man das für Mainz mal prototypisch umsetzen kann. Vom Gefühl her, was würdest du sagen, wären wahrscheinlich so die größten Herausforderungen, wenn man irgendwie sagt, man möchte das für Gesamtdeutschland beispielsweise aufbereiten, dann irgendwie online stellen. Was würdest du dort sagen, was wären so die ersten Hürden, die man da nehmen müsste? Na, zunächst habe ich dieses Projekt eher prototypisch umgesetzt. Ich bin da sehr viel händisch dran gegangen. Da ist wenig Automatisierung drin und das wäre so wohl die ersten Schritte. Also ich habe diese ganze Prozessabläufe, habe ich alle mit Kugis durchgeführt. Es war für Mainz noch möglich, aber sobald ich ein größeres Gebiet wie ein Bundesland beispielsweise nehmen würde, wäre das gar nicht möglich. Dann wäre natürlich auch wichtig zu berücksichtigen, die OSM-Daten stehen flächendeckend für Deutschland zur Verfügung, aber die Radarmeldung, die ich benutze, die gibt es nur für größere Kommunen, also beispielsweise dann für Frankfurt und dann mal für Mainz, für Wiesbaden, aber dann würden die Nachbarorte fehlen. Wie geht man damit um? Kann man dann durch diese Orte komplett durchfahren, weil da gar keine Meldung sein wird? Also da wäre dann das Problem, dass Radar nicht flächendeckend vorliegen würde. Das wäre dann das. Weitere Frage, die jetzt auch noch gerade reingeploppt ist und sicherlich super interessant ist auch, von dem Ansatz, den du vorgestellt hast, dort vielleicht noch zu integrieren. Wurden Verkehrsmengen von Autos oder LKWs mit einbezogen? Ja, das ist eine sehr interessante Frage und ich wünschte, ich hätte diese Sache noch in meiner Arbeit mit berücksichtigen können, weil jetzt ist es ja so, dass es die statischen Werte sind. An dieser Stelle ist immer viel Verkehr. Aber was ist mit nachts? Also nachts sind wenig Autos auf der Straße. Warum sollte ich jetzt die Parallelstraße fahren zu einer vielbefahrenen Straße, wenn nachts auf der vielbefahrenen Straße nichts los ist? Aus diesem Grund fände ich es auch sehr interessant. Und noch darüber hinaus, neben Autos und LKWs, wäre es ja auch interessant, wenn es irgendwie Daten geben würde von anderen Fahrradfahrern. Ich kann mir vorstellen, dass die Fahrradwege hin zur Uni morgens und nachmittags sehr voll sein werden, weil sehr viele Leute an die Universitäten fahren. Gibt es Alternativrouten, wo vielleicht weniger Fahrradfahrer auf diesen engen Fahrradwegen drauf sind, um auch einfach eine sichere Fahrt zu gewährleisten für Fahrradfahrer untereinander? Ja. Johannes, vielen Dank für deinen Vortrag.